Ja, ich glaube, dass dieser Punkt wird am Ende sehr wichtig für uns, weil hier war gar nicht einfach und es war eigentlich nicht viel mit Fußball zu tun. Der Ball war länger in der Luft als auf dem Boden, aber trotz dass wir, schade, wir haben geführt und wo wir noch ein Tor schießen sollten, dann haben wir gelassen, dass unser Gegner wieder zurückkommt. Aber im Endeffekt von 3-2 für die wieder auf 3-3 zu kommen, das war nicht einfach und wir können auch froh sein, dass wir diese wichtige Punkte gewonnen haben. Auf jeden Fall ist er sehr wichtig, weil man weiß nicht, was zum Schluss fehlen. Fehlen immer die Punkte. Ein Punkt ist besser als gar kein Punkt. Also wir haben auf jeden Fall nicht aufgegeben. Wir haben 100% gegeben und wenn wir ein bisschen angezogen haben, hat man gesehen, dass da Qualität ist. Und schade, hatten unsere Torschancen. Ich hatte auch noch ein, zwei. Wenn wir die reinmachen, ist das Spiel komplett vorbei. In erster Linie überwiegt der Frust, muss ich sagen. Aber es fühlt sich schon ein bisschen wie eine Niederlage an. Erste Halbzeit war nicht ganz so gut von uns, fand ich. Zweite waren wir dann besser im Spiel, hatten viele Torchancen, auch verdient in Führung gegangen, meiner Meinung nach. Und dann musst du es halt irgendwie hinkriegen, das über die Zeit zu bringen, weil es klar war, dass Koppes nochmal alles nach vorne werfen wird. Wurden dann halt belohnt für ihren Aufwand, den sie betrieben haben zum Schluss. Irgendwo vielleicht auch ein Stück weit gerecht, aufgrund der ersten Halbzeit, wo sie ein bisschen besser waren als wir, fand ich dann. Ja, aber trotzdem überwiegt natürlich der Frust. Ja, das Verhältnis war immer gut gewesen zwischen uns. Aber trotzdem war es für mich ein Spiel wie jedes andere, was man gewinnen will.